Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit Suicide Squad Kill the Justice League. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Recht, der kleine wir machen weiter. Hat. Wir haben echt kein Glück. Kommt, wir müssen es schaffen, bevor Gizmo sich selbst in die Luft jagt. Ja, Gizmo schafft das schon. War das blinkende rote Licht Teil meines Designs? Nein. Gut, Freunde, ey, wie immer natürlich danke für eure Unterstützung. Wir haben unsere kurze Unterbrechung, weil die nonstop labern. Danke für eure Unterstützung. Liken, kommentieren, nicht vergessen, Freunde. Macht gerne weiter so. Und checkt unbedingt das neue Gewinnspiel von meinem Partner ab. Könnt ihr die Produkte eurer Wahl gewinnen. Und ja, das ist auf jeden Fall wert, weil es kostenlos ist, Freunde. Ist immer was Gutes, oder? Mehr als nur ein X markiert die Stelle. Gute Messdaten, TFX. Später mehr. Noch seht ihr mich? Junge, was geht hier ab, ey? Warum sie nachher von der plötzlich so... Okay, ich wollte gerade sagen. Beweg dich, Baby! Oh Mann, ey. Gut, Harley spiele ich jetzt natürlich, weil die aufgeputscht ist für die Mission. Mein schlecht ist sie jetzt nicht so, aber... Wie gesagt, von der Fortbewegung her gefällt es mir auf jeden Fall am wenigsten. Schöner Job und ihr seid diejenigen, die ihn machen. Okay. Sag mal, warum mache ich denn so kranken Schaden plötzlich? Ja? Riddle Trophäe? Wo ist die Riddle Trophäe? Na, scheiß auf. Ich habe bis heute immer noch ein Trauma, ey. Batman Arkham Knight auf 100% zu spielen. Sie, gespielt zu haben, ey. Junge, Junge, Junge. Zwei von drei sind nicht schlecht. Zumindest für dich. Aber egal. Es soll zum Respekt für die Vorfahren mahnen. Ein bronzenes Abbild von Lex Arden. Boomerang im Visier. Lass den Motor laufen und den Scanner scannen. Und versuchen wir nicht zu verrecken. Seht es positiv. Letztes Mal haben wir die Höhle nicht gefunden, aber ihr wurdet doch nicht getötet. Versuchen wir noch mal beides. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja, das hat schon gelohnt. Ich meine, damals Batman Arkham Knight, als es noch rausgekommen ist, lief unfassbar krass das Let's Play, deswegen hat sich das schon gelohnt. Und es hat auch irgendwie Spaß gemacht, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mir dadurch damals die Platin-Trophäe geholt habe. Ich glaube nicht. Muss ich eigentlich mal abchecken, ja. Whee! Mächtigen Badaboom! Badaboom, Badaboom! Tja, der eine oder andere fragt sich auch, wer hat dieses Game genehmigt. Man weiß es nicht so genau, Freunde. Man weiß es nicht so genau. Ihr müsst sorgsamer damit sein. Kein Batmobil, keine Bathöhle, kein Batman. Versteht ihr, was ich meine? Nein. Noch ein wenig mehr. Bin schon fast aufgeregt. Bin schon fast aufgeregt. Das Versteck von Berg. Es heißt, es gibt immer eine zweite Chance. Aber du triffst doch immer. Ey, Sharky, Leute will ich doch nur aufmuntern. Na los, gehen wir weiter zum nächsten. Bete, dass Batman da drin ist. Und denkt alle daran, wir brauchen ihn lebend. Soll sich dafür Bestimmtes angesprochen fühlen? Es soll zum Respekt für die Vorfahren mahnen. Ein bronzenes Abbild von Lex Arden. Wer soll sich da angesprochen fühlen? Ich weiß nicht. Schnauze. So. Das war etwas ungestüm. Totale Zerstörung. Dafür habt ihr doch ein Talent, oder? Also wenn wir denn sowas erledigen, dann redet er voll freundlich mit uns, oder? Als wären wir Kumpels. Ich bin jetzt schon satt. Du hast dafür gesorgt, dass ich Witze satt hab, Gizmo. Dann redet er voll freundlich mit uns. Die können sich auch nicht entscheiden, ne? Die Affen, ja. Nach der Bathöhle scannen und uns dem Feind ausliefern. Doppelter Spaß. Beim dritten Mal klappt's. Hoffentlich ist es die richtige Höhle. Uns geht bald der Saft aus. Ist das eigentlich Saft?
Rennmaus! Tja. Tja, Leute. Ey, wer hätte gedacht, ey, wir machen wieder das gleiche, oder? Ist cool. Ist cool. Ja, ey, wie gesagt. Ja. So ein Spiel braucht einfach mehr Abwechslung. Es ist halt einfach. Was ist denn hier los, Mann? Wenn ich gehackt bin, kann ich nicht mal das Seil einsetzen aus. Okay. Scheißdreck da, ey. Stirb dafür! Sofort Stellung wechseln! Okay. Warum verrecken die jetzt so schnell, diese kleinen Mistviecher, ey? Ich hab nichts umgestellt, ey. Der Scan ist so gut wie fertig. Hey, wir nutzen Echo-Ortung, um eine Fledermaus zu finden. Zum kaputt lachen, oder? Nein, nicht wirklich. Granate ist raus! Hui! Na endlich! Was auch immer die Betthöhle besteht, ist das Zeug für Raumfähren geeignet? Egal, schaff die Typen aus dem Weg, damit ich landen kann. Komm jetzt! Mal. Die wirft die Granate wie ein Mädchen! Sehr gut. Übrigens, es ist verstörend, euch bei der Arbeit zuzusehen. Jetzt bewegt eure Hintern hierher. Schaut einem Meister bei der Arbeit zu. Er leitet Energie vom Reaktor zum Waintex-Spoofer. Moment, sagt er Reaktor? Handshake akzeptiert, Spannung gefährlich hoch, aber schnurrt wie ein Kätzchen. Oh Mist. Wer sagt, oh Mist? Hab doch gesagt, ich bring euch rein. Okay. Seid ihr alle bereit? Für die Höhle oder den Kampf gegen Batman? So oder so habe ich ein ungutes Gefühl. Mein schrecklicher und beinahe gewisser Tod macht mir keine Angst. Wir können gegen Bats nicht anstinken. Er hat die beste Ausrüstung. Das ist sein Ding. Neben der Fledermaus-Obsession. Das war jetzt auch anders. Ich habe keine Waffe bekommen. Ich habe nichts bekommen. Es wurde einfach übersprungen jetzt. Was ist denn jetzt gewesen? Ich lasse die Transportdrohne hochgehen. Zeit für eine Auftragsrettung. Komisch. Auch wenn Batman nur ein Mensch. Haben die irgendwas gepatcht oder was? Ich habe es nicht mitbekommen. Na gut. King Shark gegen die... King Shark! Ruhe, jetzt. Warte mal. Erstmal leveln hier. Okay, bin in der Luft. Das ist einfach scheiße. Ella Fledermaus! Was für ein Kampf! Hat mich immer gestört. Warum hat Bats nicht in einem Glockenturm gewohnt? Gibt eine Menge in Gotham. Weiß eigentlich nicht wirklich, wozu ein Glockenturm gut ist. Hab in der Kirche nie aufgepasst. Was ist denn jetzt los? Hast du etwa Platzangst, Floyd? Nein. Bereite mich vor, Batman auszuschalten. Ich denke, dass diese Begegnung nicht so schlecht verlaufen wird wie die erste. Weiß ich nicht. Immerhin hat er uns da nicht umgebracht. Diesmal wird er es sicher tun, oder? Nicht, wenn wir ihn vorher erwischen. Das ist zumindest mein Plan.
Ich dachte, wir sollen ihn gefangen nehmen, Leute. Beruhigt euch mal. Das nenne ich mal eine Betthöhle. Ziemlich dunkel hier. Ziemlich dreckig hier. Er ist der verdammte Batman. Nicht der, Shark. Welches Tier ist nochmal gern im Licht? Haie. Leute, Fokus. Okay. Augen auf Bat. Da ist er doch. Wir sind im Vorteil. Wie lautet unsere Strategie? Einfach rein. Wir treten die Tür ein und erschießen ihn. Erschießt ihn. Wenn du das hier siehst, Robin, wurde ich bereits kompromittiert. Ich wollte mich verabschieden, Tim. Trotz allem, was passiert ist, bin ich sehr stolz auf dich, Nightwing und Oracle, meine Freunde. Ich kann Batman echt nicht weinen sehen. Die Aktivierung des Hologramms bedeutet, dass ich oder die gesamte Justice League abtrünnig wurden. Jetzt kommt der Teil mit seinem Plan. Babel-Protokolle sind aktiv. Ich habe im Geheimen Maßnahmen entwickelt, um den Rest der League zu neutralisieren. Ich fing nach unserem Kampf gegen Sinestro Corps mit einer Yellow Lantern an. Green Lantern sagte mir, dass die Ringe vom Willen des Benutzers Kraft beziehen. Dabei entdeckte ich... Das wissen wir bereits. Eine Verstärkung der Batterieleistung. Doch das war nur der Anfang. Verrat uns, wie wir dich töten können, Bats. Hab Bruce noch nie im Leben so viel Palabern hören. Aber die Grafik ist gelungen. Oh, oh, stopp! Das ist der Anti-Flash-Teil. Ach, in echt war es irgendwie viel besser. Wonach suchst du denn, Harley? Mir. Es gibt kein Anti-Batman-Gerät. Ach, shit. Naja, den Versuch war es wert. Robin war da. Er hat wohl nicht gewonnen. Bats hat Robin erledigt. Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen. Verbünde dich mit Nightwing, Oracle und, falls möglich, Jason. Du wirst dich auf unser jahrelanges und erprobtes Spezialtraining verlassen müssen. Oh-oh. Disziplin. Loyalität gegenüber dem Team. Das ist gerade sehr berührend, Dumbatz. Keiner schafft das allein. Dein eigenes Team. Die Familie, die du wählst. Zusammen werdet ihr Großes leisten. Das hast du mir beigebracht, mein Sohn. Reiß dich zusammen, Shark. Sharky, musst du heulen? Ich habe eine komplizierte Beziehung zu meinem Vater. Willkommen im Club. Da sind wir schon. Nein, kenne ich nicht. Also, Superman. Er ist unser Freund, aber er ist auch das gefährlichste Wesen, das je auf Erden wandelte. Wenn du irgendeine Chance gegen ihn haben willst.
Willkommen zum echten Batman-Erlebnis. Leute? Sharky? Deadshot? Was geht denn jetzt, ey? Alle? Batman hat wieder unser Zeug deaktiviert. Der schummelt. Was zur Hölle soll ich ohne Speedforce anfangen? Leute, Bats hat uns mit Angstgas vollgepumpt. Er will, dass ihr ausflippt. Wir schaffen das nicht allein. Nur zusammen. Ihr müsst mir also vertrauen. Ihr müsst mir helfen, das Angstgift zu mischen und diese ganze verdammte Männerhöhle zu fluten. Ich weiß, wie sich das anhört, aber wir schaffen das. Haltet Funkstille, sonst spürt Bats uns auf. Ach. Ende. Ja. Gas mischen, nicht Gas stoppen? Sie macht wohl Witze. Ja, und du bist der Witz, Digga. Warum sind die Batman-Level die einzigen, die sich unterscheiden? Die einzigen, die mal was anderes sind. Weil Batman der Beste ist, deswegen ganz einfach. Warum gibt's nicht mehr solche Missionen? Und wahrscheinlich lachen sie gerade darüber. Sie sagen bestimmt, Boomer soll Angstgas schnüffeln müssen, dann werden ihn das Fell über die Ohren ziehen. Ach, der Loser! Mach dich einfach aus dem Staub, Kumpel. Der Ausgang für Feiglinge ist da drüben. Mach doch nicht sowas! Okay. Tja. Nächstes Mal schieße ich. Du willst Aufmerksamkeit? Wenn ich abhaue und die anderen bleiben, sterben sie. Ist das das Gefahren-Dilemma? Leid. Sterben alle. Na toll. Oh, so wird das nichts. Ich hasse Gedankenexperimente. Ich hoffe, ich scheiß mir nicht ein. Ihr müsst mir helfen, das Angstgift zu mischen und diese ganze verdammte Männerhöhle zu fluten. Ich weiß, wie sich das anhört, aber wir schaffen das. Haltet Funkstille, sonst spürt Bats uns auf. Harley, Ende. Ich vertraue dir, Harley. Alle Oberflächenbewohner sind doppelt. Okay, was hätte ich da machen können? Der Mensch. Nein.
Ich bin mein eigener Fisch. Das sind meine Freunde. Leider sieht man zu wenig, aber hier mit diesen Wasserminen und so, das ist schon ganz nice gemacht. Leider ist es zu dunkel, ne? Um das noch mehr zu genießen. Ne? Aber nicht stark genug. Wenn meine Freunde eine Überdosis Angstgift nehmen, nehme ich auch eine Überdosis. Ach, die Batman-Level, ey. Es ist einfach so ein qualitativer Unterschied. Unfassbar. Ihr müsst mir helfen, das Angstgift zu mischen. Befehle von Quinn? Das wäre meine größte Angst. Papa, hat er mich deinetwegen hergebracht? Zoe, so. Das ist ein Trick, Freund. Das verdammte Gift. Ganz nett gemacht, Fledermaus. Ich bring Scarecrow für dieses Angstgas um. Green Lantern getötet hast? Die anderen? Nein, diesen Geisterbahn-Blödsinn kannst du vergessen. Versucht mich abzulenken. Alter. Ein Haufen. Aber die Sache ist die. Sie sind real und du nicht. Also ja, ich bin auf ihrer Seite. Knallhart, der Typ. Kritisiere nicht meine Erziehungsmethoden. Dem hast du es gegeben. Ihr müsst mir helfen, das Angstgift zu mischen und diese ganze verdammte Männerhöhle zu fluten. Ich weiß, wie sich das anhört, aber wir schaffen das. Haltet Funkstimmen, sonst spürt Bats uns auf. Harley, Ende. Oh, gerade ganz kurz, ganz kurz. Dieser Sound im Hintergrund. Din, 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 din. Boah. Ey, Nostalgie-Flash von dem. Codewort Nostalgie in die Kommentare mal bitte, wer jetzt noch am Start ist. Und jetzt mal ernsthaft, ernsthaft. Durch diese Batman-Level merkst du erst, was wäre möglich gewesen. Ich finde das erste Batman-Level noch besser als das hier, aber diese sind richtige Level. Und nicht einfach irgendwelche Aktivitäten, wie sonst das gesamte Spiel. Ich verstehe das nicht. Wieso machen die solche Missionen mit, also in das Spiel mit rein? Checken aber nicht, dass es einfach geiler wäre, wenn du nur sowas hast. Auf diesem Level. Toll, Harley. Bist du das, Harley? Baby, arbeite mal an deinem Umgang mit Patienten.
Din, 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 din. Du scheinst eine Körperabhängigkeit gegen drei weitere getauscht zu haben. So ist das nicht. Diese Bande ist besser für uns. Glaubst du, diese Leute werden dich heilen? Glaubst du, du kümmerst sie? Sie folgen dir verdammt. Jahrelang meldest du dich nicht. Und jetzt geht's gleich ans Eingemachte? Junge, 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 Junge. Weg mit dir. Ach, scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Nicht gesehen, dass da noch einer war. Das tun ja auch so. Das ist. Also, da kriegt wohl jemand eine ordentliche Ladung Selbstüberschätzung ab. Hoffentlich nicht ich. Euer Vertrauen in Harley Quinn führt euch direkt zu mir. Brainiac sagte, ich soll eure Körper nicht beschädigen, aber euren Verstand werde ich vernichten. Glaubst du, ich wusste nicht, dass wir uns wiedersehen würden? Ich brauchte in Arkham Jahre, um aus diesem Spinner Scarecrow schlau zu werden. Ich habe mir meinen Abschluss in Neurochemie redlich verdient. Summa cum laude! Du bist vielleicht immun gegen dein Angstgift, aber bestimmt nicht gegen meins. Unmöglich. Willkommen in deinem Albtraum, Bats. Waffen raus, Jungs. Er steht direkt vor euch. Jo, jo. Das machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Wenn ihr Bock habt auf die nächste Folge, liken, kommentieren, schreiben bitte in die Kommentare. Was das Ganze soll, was denkt ihr? Warum sind diese Level... Ich meine, spielerisch haben wir jetzt gar nichts gemacht. Wir sind einfach nur gelaufen, ja. Aber von der Inszenierung her... Ohne Witz jetzt, ich frage es mich noch... Also, na, genau. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr, warum die sowas machen. Aber ansonsten ist es einfach immer wieder das Gleiche. Aber die Batman-Level sind die besten. es ist wieder mal so. Batman ist einfach der Geilste. Fertig, aus. Ja, komm. Ja, das beim nächsten Mal, Freunde. Seid am Start. Ich bin gespannt, wie der Boss ausgeht. Und was noch alles so passieren wird. Haut rein und tschüss.